fühle mich leider verarscht. Und ich mag es nicht, wenn man lügt. Dave Goldman, ein Kanal für Umwelt, angeblich. Dass man den Leuten sagt, das ist ja für einen guten Zweck. Dann drücken viele auch nochmal ein Auge zu. Und hat Dave Goldman mich jetzt wirklich verklagt? Wo ist der Kommentar hin verschwunden? Oh, sorry, da habe ich wohl... Ei, was ist denn da passiert? Bin ich wohl auf dem alten Kanal von Dave Goldman gelandet? Ah, das natürlich... Ja, es wird sowieso alles abgestritten. Also die Hater waren bestimmt dran schuld, dass 2017 sein Kanal gekündigt wurde. Er hat da nichts falsch gemacht. Nee. Nochmal ganz kurz zum Thema Glaubwürdigkeit, was auch heute rausgekommen ist auf seinem Kanal. Jetzt geht's wieder voll und ganz um das Projekt. Täglich kommen 3 Videos online. Also wenn Dave Goldman Leute verklagen möchte, ist das natürlich seine Sache. Ich möchte jetzt hier niemanden verklagen. Der gute Herr bereichert sich. Ich bereichere mich. Wer bereichert sich hier wie? Und wie oft haben wir jetzt Werbeanzeigen wieder drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Werbeanzeigen innerhalb von 12 Minuten, okay. Ui, ach, uiuiui, hab ich 1,80 Euro verdient. Da werde ich mir aber den, hau ich auf den Kopf. Ja, mal gucken, ob in den nächsten Tagen irgendwas kommt. Ich bin gespannt, warte. Harre der Dinge, die da kommen und... Bidibidiba, hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank übrigens für alle, die mich unterstützt haben bei den letzten Videos, wo es so ein bisschen um das Thema Dave Goldman ging und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hat er dich verklagt und ist jetzt hier ein Brief im Briefkasten gelandet diese Woche oder nicht? Die Antwort gibt es auch gleich. Vorher möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Leuten zu danken. Einmal natürlich allen Zuschauern, die mich unterstützt haben. Ich danke natürlich auf jeden Fall allen, die positive Kommentare dagelassen haben, die einen Daumen nach oben dagelassen haben. Vielen Dank dafür. Aber ich muss auch den Leuten danken natürlich, die, sage ich mal, anderweitig Kritik geäußert haben. Dazu zählt natürlich jetzt nicht Beleidigungen oder sowas, sondern wirklich die gesagt haben, hier, ich fand das nicht so gut oder ich halte halt zu Dave Goldman, weil, und haben das dann nochmal begründet. Ich habe auch versucht, immer auf alle Kommentare einzugehen und alles zu beantworten. Vielen Dank auf jeden Fall an den Dexter144, der da ein Video auch zu Dave Goldman damals gemacht hatte, an Kanal 17 für die Infos, die er immer geliefert hat, an den guten Zapzerab, der immer fleißig kommentiert hat, und ein Kanal, der wahrscheinlich nicht erwähnt werden möchte in dem Zusammenhang. Aber ich sage einfach mal vielen Gruß an Gabi. Vielen Dank auch für dein Feedback, was du mir gegeben hast. Das hat wirklich sehr geholfen. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir uns näher anschauen sollten, was jetzt nicht Dave Goldman betrifft, weil ich denke, mit dem Thema sind wir jetzt hier durch. Ich habe da echt keinen Bock mehr gerade drauf. Aber wenn ihr einen anderen Kanal habt, wo ihr sagt, da ist irgendwas komisch oder seltsame Gewinnspiele oder irgendwie Fakes und so weiter, dann schreibt mir einfach die Infos in den Kommentaren, dann gucke ich mir das an und vielleicht machen wir dann einfach darüber ein Video und ich guck mal, denn ich habe jetzt gelernt, wie man sehr gut Dinge recherchieren kann. Für mein allererstes Dave Goldman Video muss ich mich ein bisschen entschuldigen, das kam so ein bisschen, wie soll man sagen, spontan, war nicht gut recherchiert, im Endeffekt hat mich natürlich aufgeregt, was da so gelaufen war und ihr habt es ja mitgekriegt vielleicht, falls nicht, ich habe es euch oben nochmal in die Infokarte gepackt, ja, es hätte besser sein können. Das letzte Dave Goldman Video, denke ich, war ganz gut, weil da hat er mich schon ganz schön getriggert gehabt dann am Ende mit seinen Kommentaren zum ich verklage dich jetzt hier und so weiter. Da habe ich natürlich angefangen mal so richtig nochmal zu recherchieren und natürlich nicht alles in dem Video aufgedeckt, was da aufzudecken war, sondern nur so ein paar Teile angeschnitten einfach. Ja, lustig, was man im Internet alles so noch finden kann übrigens. Es heißt ja nicht umsonst, das Internet vergisst nicht, was da gefunden werden kann, ist ja wirklich schon sehr interessant. Also Junge, man sollte wirklich gucken, dass man wirklich alles, was man an Accounts hat und so weiter, löscht, wenn man es nicht mehr braucht. Ja, scheinbar hört ja jetzt der gute Dave auf die Kritik, die man ihm gegeben hat, ein wenig und hat sich dem ein bisschen angenommen. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht noch an das, was ich in meinem einen Video gesagt habe. Ich möchte gerne an Dave appellieren, dass er vielleicht sich doch
eher wieder auf das Umweltthema konzentriert, weil es gibt so viele Sachen, die du mit deinem Kanal machen könntest, die auf die Umwelt gehen und die auch deine Follower, deine Abonnenten interessieren würden, wo man vielleicht nicht 0815 Videos machen muss, wo man vielleicht ein bisschen Arbeit reinstecken muss natürlich, aber über die man auch reden sollte. Ich meine, es gibt so viel Klimaerwärmung, Plastik in den Ozeanen. Es gibt Sachen, die man vielleicht sogar erklären könnte, wie das zusammenhängt, dass die Klimaerwärmung entsteht oder was man gegen Plastik im Ozean machen könnte. Man könnte verschiedene Projekte beleuchten, darüber erzählen, einen Spendenstream. Und tatsächlich kam jetzt ein Video raus von Wal stirbt durch 40 Kilogramm Plastikmüll im Magen. Also ich habe letztens ein Video gesehen, da ging es so ein bisschen um die dunkle Seite von YouTube und dem YouTube-Algorithmus und was denn Leute tun, um eben diesen YouTube-Algorithmus so ein bisschen zu sabotieren, sage ich mal, und dann ihre Videos so ein bisschen zu pushen, indem sie jetzt Kanalspam betreiben und künstliche Dramen erzeugen. Und ich glaube, auch das ist hier passiert. Wir sind einfach benutzt worden. Dreckig benutzt worden sind wir, indem einfach wir hier in so ein Drama reingezogen werden sollten. Also es wurden hier widersprüchliche Aussagen getroffen, plötzlich wurden Videos gelöscht, Clickbait hochgeladen, wieder weggenommen, Community-Umfragen gemacht, dann gegen die Community agiert, also da, wo die meisten Leute ein Ja gesagt haben, wurde dann das Gegenteil gemacht und so weiter. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen provoziert, um so ein Drama zu provozieren. Das ganze Dramengetue hat dem Kanal Dave Goldman wohl nicht ganz so gut getan. Ich sage der Kanal Dave Goldman, weil das ist ja nicht der richtige Name, ne, von dem YouTuber selbst, sondern das ist der Kanalname. Ne. Der Kanal Dave Goldman hat, nachdem er das mit diesen Dramen gemacht hat und dann ging es gegen die Hater, also es war hier der 14., wo er dieses Hater-Video rausgehauen hat, da hat man wirklich gesehen, da sind die meisten Abonnenten auch abgesprungen, dann natürlich mal wieder welche dazugekommen, abgesprungen. Das ganze Thema mit diesen gegen die Community agieren und so kam einfach nicht gut an. Und dann hat wohl jemand auch, wenn man Dave Goldman eingibt, seine Videos so positioniert durch SEO-Optimierung, dass er als erster angezeigt wird, wenn man Dave Goldman sucht. wer mag das wohl gewesen sein? Ja, ein Anwaltsschreiben kam tatsächlich diese Woche nicht. Also es ist nichts angekommen, das habt ihr ja schon sicherlich gedacht. Ja, vielen Dank an alle, die immer Feedback gegeben haben, sei es unter den Videos, in den Kommentaren oder in den Community-Umfragen, weil die Umfragen mache ich ja nicht umsonst. Ich gucke mir wirklich an, was ihr sagt, was ich machen soll. Und beim 2000 Abonnenten-Spezial sieht es wohl so danach aus, dass wir einfach mal einen Tag im Leben von NoComic machen werden. Wie ich das Ganze mache, weiß ich jetzt noch nicht genau. Habe ja noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich bis dahin. Und plane das dann. Und dann gibt es natürlich das Video, was ihr sehen wollt. Ne? Und genauso wird es auch sein, wenn ich neue Sachen versuche, werde ich dann fragen, wie ist das bei euch angekommen? Und dann könnt ihr mal sagen, oder yay! Und dann mache ich das halt entsprechend, ja? Und wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, das letzte Mal mit seinen Kommentaren hatte er mich wirklich so ganz schön getriggert, was heißt, ich habe mich dann wirklich herausgefordert gefühlt, auf mich auf Recherchesuche zu begeben und das Ganze so ein bisschen objektiv rauszuarbeiten, wie es denn jetzt aussieht mit diesem Kanal. Und ich glaube, das hat auch ganz gut Wirkung gezeigt bei den Zuschauern. Die meisten haben es sehr positiv aufgenommen. Vielen Dank dafür natürlich immer wieder. Ich werde mir jetzt den Stress ersparen, hier weiter zu verfolgen, was Dave Goldman macht, weil ich werde es sicherlich durch meine Abonnenten eh erfahren, wenn irgendwas Komisches passiert. Deswegen gibt es nur eins, was ich jetzt machen kann, um meine Nerven zu beruhigen. Sehr gut. Erleichterung, endlich das Thema abgeschlossen für mich. Ja, Zeit, sich die dunkle Seite von YouTube mal anzugucken. Ich gebe einfach mal was in die Suchbegriffe ein und gucken, was dabei rauskommt. Oh Gott. Nein, Alter, das ist nicht dein Ernst. Was ist das denn? Oh, Scheiße.